Jo. Es ist Freitag. Es ist Minas Geburtstag. Meine Katze schaut mich voll entsetzt an. May. May. Dann schaut sie mich nicht mehr entsetzt an. Jetzt schickt mir Mina eine Sprachnachricht. Die muss jetzt kurz warten, bis ich fertig gevloggt habe, weil so geht es einfach nicht. Auch wenn sie heute Geburtstag hat. Und das ist mein Überraschungskurs für sie. Ich habe mich gestern hingesetzt und in stundenlanger Arbeit diese scheiß Wig gestylt. Und jo. Wird cool, denke ich. I'm shook. Wie perfekt du aussiehst, Bro. I'm blessed. A good surprise. A good indeed. I feel surprised. Good. Yo! Fängt schon wieder mit Yo an. Ich muss mal aus der Sonne raus, Alter. Brüder! So, wir haben jetzt gerade ein paar schnieke Fotos gemacht. Auf die Leute werfen. Sieht man die Augen? Wir fressen jetzt Muffins. The Muffin Man. Das ist ein Muffin. Das ist ein Muffin. Krass. Echt gut. Love it. Die sind richtig hässlich. Aber gut. Auf die innere Schönheit kommt es an. Wir machen uns auf dem Heimweg. Und haben coole Fotos gemacht, auf jeden Fall. Schellenbilder. Erziehungsstelle. Erziehungsstelle. Ja, war ganz nice. Ich habe irgendwie das Gefühl, jeder Vlog ist bei mir gleich, weil ich immer sage, war ganz nice. Hat schon gepasst. Passt schon. Der innere Franke. Passt schon. Aber nee, hat ja echt gepasst. Oh Gott, mein Arm, Alter. Ja, gucken wir mal, wie morgen und so wird. Morin, moin. Moin. Ja, ich war gestern nicht da, wir waren beide gestern nicht da, weil Faulheit und so. Und war, glaube ich, eh keiner da. Doch, es waren viele da, meine halbe Twitter-Timeline. Und ich war so toll, egal. Heute waren wir ganz alleine, so gefühlt, aber hat schon... So, moin Leute. Tag 2 für mich. Oh, man sieht im Spiegel meinen Hintern. Ja, ich warte jetzt gerade auf Denise und Luca. Dann ziehen wir die noch an. Und dann geht's los zum Comic-Salon. Und heute Ehrgier. Und ich freue mich wahnsinnig auf die Gruppe, weil es so ein kleiner Dream come true für mich ist. Und bald hoffentlich haben wir noch ein Shooting mit mehr Leuten. Das wär so perfekt. Ich bin so hyped. Und ich hoffe, ich vlog heute mehr als gestern. So, wir machen jetzt gerade Fotos. Ich renne wahrscheinlich gerade voll neu. Mit der Mal. So. Es ist sogar im Schatten relativ angenehm, aber ich verschreie es jetzt einmal nicht, ne? Okay, ja. So. Meine wunderhübschen Schwestern, die da gerade Fotos zusammen machen. Und die andere Schwester, die da steht und Fotos macht. So, machen wir mal so. Sag mal hallo. Okay. Auf zu filmen, das ist nicht lustig. Ach, wie auf Stichwort, wie auf Stichwort. Luca, du bist im Bild. Ja, ist auf jeden Fall Biseller mehr los als gestern, was jetzt nicht unbedingt schwer ist. Meinen komischen Mann damit. Ja.
So. Wir haben jetzt ein paar Fotos gemacht. Gerade das Merkel-Dreieck unbewusst. Jetzt hätte so einen Merkel-Spruch machen können. Ja. Wir können es schaffen. Ja. Wir schaffen das. Wir schaffen. Warte mal, du musst so reden. Da kommen die anderen wieder. Du musst so reden. Ja, wir schaffen das. Wir schaffen das. So. Tja. Ich würde sagen, wir gehen da nochmal woanders hin, oder? Wir machen da nochmal woanders schicke Bilder. Was zu Esen. Esen. Da drüben ist ein Meckes. Ja. Das ist auch okay, da gibt es auch was Süßes. Das stimmt. Wenn man mehr Kaffee hat, ja. Der Ranzen! Ja, wenn ich so, ich kann auch so. Yo! Wir machen gerade Essensbreak! Und wir sind eigentlich schon fertig. Und ja, jetzt warten wir immer noch auf die Twins. Wird schon. Hier drin geht's auch von der Temperatur her. So, jetzt ist unsere halbe Gruppe schon wieder gegangen und die andere Hälfte kommt gerade. Da ist unser Akito. Und jetzt warten wir noch und dann machen wir noch ein paar Fotos, wenigstens zu viert. Und dann schon mal, glaube ich, nach Hause. Aber es ist so scheiße heiß heute, es ist ekelhaft. So, wir machen uns jetzt auf den Rückweg und war ganz nice heute. Wir haben haufenweise Fotos gemacht auf viel zu vielen Kameras. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt alles Fotos hat, und aber es war sehr, sehr geil. Mein Fazit nach jeder Con irgendwie gefühlt, und Mina schreibt mir, muss auch in jedem Blog. Jetzt nach Hause, die letzten Sachen für morgen vorbereiten und dann morgen Feenpower. Wird interessant, glaube ich. Ich will einiges an Make-up probieren. Ja, mal guck machen. Gott, bin ich gerade erleuchtet. Chillen jetzt gerade hier noch ein bisschen auf der Decke. Nein, das kommt hoch. Wow! Kannst du da so Snoop Dogg Musik inserten? Für dich immer. Ich hab dir schon einen Tag live reingemacht. Stimmt. Ich bin schon sehr dankbar. Okay. Ja, was soll denn das? Ich bin erleuchtet. Oh. Ein bisschen. Ja, ey, warum? Oh, ist doch ein guter Zeitpunkt zum Spotlight. Foto. Okay. Filmst du gerade? Ja. Was willst du jetzt? Schau mal, ein Fuß. Du hast da ein Haar in deiner Wimper. So, wir haben jetzt endlich Fotos gemacht. Es ist, wie viel haben wir es denn? 6 Uhr. Punkt 6 Uhr haben wir jetzt. Das ist unser Kosmo. Da ist unsere Wanda. Puff, puff. Da ist Puff, Puff. Puff, Puff. Ja. Wir haben heute irgendwie schon wieder. Ich habe schon wieder den Skeletor gemacht. Thanks, Bro. Always. Ja, wir haben uns heute schon wieder irgendwie vergessen zu vloggen dauernd. Ich habe meinen Stab geliefert. Mit meinem Knie. Mal schauen, dass der alles Kleber wieder richten kann. Aber sonst war es sehr nice heute. Das hat sie. Die Mimi hat es auch geschafft. Aber ja, jetzt hat Mimi ihren auch geliefert und dann. Jetzt passt, jetzt haben wir Fotos gemacht, jetzt ist schon in Ordnung. Ich halte dir hier. Ich habe eine Erleuchtung. Und. Sehr gut. Würdest du ein Video von uns machen? Ja. Ja. TV-Show. Okay. Ja. 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 Ja.
So. Wie mein schönes Bild gestern, wo ich erst so voll so. Und dann so. Mach. Ich bin sehr beeindruckt. Ja, danke. Meine Brille sitzt schief. Schau mal, wie meine Brille schief sitzt. Das ist die Wig. Die hält. Ja, sie hält. Schieß sie mir mal runter. Oh, besser. Ja, weil meine Wig festgeklebt hat. Ich mach Dad. Ja, bitte. Hallo. Eine Ja, was wollte ich jetzt sagen? War sehr kinderreich heute, war schon sehr anstrengend. Familientag. Wir gehen jetzt zu Meckes und holen uns ein Eis. Und Cass und Mimi holen sich von der Eisdiele ein Eis. Wir gehen zu Meckes. Nein, ich will dieses geile Frappé wieder. Ja, das will ich eben auch. Oh, bless. Genau. Gehen wir mal ein bisschen näher zusammen, weil ich sehe voll fett aus in dem Outfit. Eismaschine. Ich habe auch weiß an. Ja, besser so. Aber ja. Ich sehe aus wie Django irgendwer. Aber du hast wieder dein schönes Oberteil an. Ja. Ich glaube, das habe ich drauf. Aber ich habe es nicht gesehen. Weil ich habe es in Real Life angeschaut. Ja, Witness. Ja, mit meiner schicken Locke. Ja. Sieht aus wie eine Blume, die ich erforschen kann. Ich lebe das. Der Hut dazu ist so gut. Ich muss mir bei der Runde ziehen. Ich muss mit meiner Farilux. Wir waren ja da drin, da haben wir halt auch. Dead Realness. Ja. Aber ja, wir haben heute auf jeden Fall sehr viel gechillt. Auf der Decke und sind von der Sonne verfolgt worden. Ja. Aber schöne Bilder habt ihr gemacht. Ja. Ihr habt gute Bilder. Ja, war ganz witzig. Mimi hat meine SD-Karte jetzt. Damit sie die Bilder bearbeiten kann, weil sie ihre voll gelassen hat. Aber ja. Mal Glück machen. Ich hoffe, ich habe meine gestern ausgeleert. Ja, hab ich. Sonst hätte ich keine Bilder bearbeitet, ich Idiot. Ja. Aber ja. Nutze! Was kostest du? Nutze! So, wir cruisen jetzt nach Hause. Es ist kurz vor 9. Und dann machen wir uns noch einen Chiller-Abend bei mir. Boku no Hero schauen, wir schneiden den Vlog. Lachen, du kriegst einen Snoop Dogg unterlegt. Und ja. Wie vlog ich eigentlich? Aber ich hocke wie so ein Assi, ey. Du hockst so voll so ladylike und ich so, mein inner Bakugo. Dabei bist du heute nicht der Pimp gewesen. Nein, ich war die Nutte. Ist die Nutte. Ja, ich weiß. Ja, irgendwie war heute mega anstrengend, obwohl wir fast nichts gemacht haben, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, durch das Rumsitzen und die Hitze ja, wurde es dann so irgendwann. Und Gleis 3, Einfahrt S1 nach Hartmannshof über Fürth, Abfahrt. Aber ja, wir gammeln jetzt mal heim und machen uns noch Funtime. Ja. Fangirlen über Boku no Hero. Good. Good.